oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS-App, der App Glitchy. G-L-I-T-C-H-E und auf dem E so ein, nicht Apostroph, wie sagt man, Axon, irgendwas drauf. 49 Cent kostet die App. Es gibt In-App-Käufe, zum Beispiel verschiedene Filterpacks irgendwie. Das kostet 3,49 oder Hi-Res-Export 3,49, Videofilters 3,49, Glitchy Pro kostet entweder 3,99, 19,99 oder 43,99. Ich nehme mal an, dass das Abo-Preise sind. 19,4 MB groß, erfordert mindestens iOS 11.3 oder neuer und hat bei 217 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 3 von 5 Sternen. Ich muss sagen, ich habe nicht durchgeblickt durch die App. Deswegen ist es kein Test, es ist eine Vorstellung. So nenne ich es mal. Die App ist featured numerous times by Apple App Culture, App of the Day, Best of the Year, etc. ptp. Und die Features sind no sign-up or account needed, also man kann direkt starten. Es gibt 30 plus professional tools for the digital glitches, 3D-Transformations, Krusty VHS-Looks und so weiter und so fort. Real-Time-Filter für Foto und Videos. Videos, habe ich ja eben gesagt, kann man dazu kaufen, Videofilter. Fullscreen-Mode gibt es, Beautiful Simple Design. Simple, naja, also wie gesagt, ich habe es trotz Versuch, mich da reinzuarbeiten, nicht verstanden, wie ich mit dieser App vernünftig arbeiten soll. Ihr habt verschiedene Layer, Masken, Texte und Emojis könnt ihr hinzufügen. Exportieren zu Adobe Creative Cloud und Photoshop. Und so weiter und so fort. Hier steht Unlimited Access Subscription. Also tatsächlich könnt ihr auch ein Abo abschließen. Muss man aber nicht. Jedenfalls konnte ich irgendwas bearbeiten. Ich weiß nur nicht, was ich da eigentlich bearbeitet habe. Wer Bock hat, sich da rein zu... Oder sagen wir so, es liest sich so, als wenn man damit viel machen kann. Also wer Bock hat, sich da reinzuarbeiten für 49 Cent. Einmalig erstmal jedenfalls. Der kann ja versuchen, sich da so rein zu arbeiten. Für mich persönlich ist die App nichts. Es steht hier übrigens noch, ist the original photo and video editor that celebrities and brands use and love. Und da wird aufgeführt Kylie Jenner oder Gorillaz oder Nick Knight oder Marilyn Manson, Radiohead, Major Lazer, Nike, MTV und so weiter und so fort. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.